Ja, lieber Martin, wir reden jetzt über Beschwerden anderer Art. Es geht um Rückenschmerzen, die ja zu den häufigsten Beschwerden zählen. Wie Sie wissen, liebe Zuschauer, Schuld daran ist nicht nur mangelnde Bewegung, ganz deutlich muss man das sagen, sondern vor allem mangelnde Dehnung. Faszien-Yoga heißt das Zauberwort, kann da und du wirst sagen, wird Abhilfe schaffen. Ja, Dr. die Chancen stehen gut. Ja. Unser Arzt und Yoga-Therapeut, herzlich willkommen. Und unsere Yogalehrerin, die Birgit Brandstätter, ist auch bei uns und die zeigen uns, wie es geht. Warum ist Dehnung so wichtig für den Rücken? Wir wissen aus der neuesten Faszienforschung, bisher haben wir geglaubt, es gibt zwei Faszienschichten. Jetzt wissen wir, es gibt eine dritte und das ist ganz faszinierend, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ein guter Satz, ja. Weil die setzt nämlich genau an der Lendenwirbelsäule an. Und diese dritte Schicht, die man neu entdeckt hat, und da glaubt man, das ist vielleicht für den Martin auch interessant, dass die den Hexenschuss auslöst. Und wenn die verspannt ist, dann haben wir dort ein Problem, weil dort die ganzen Schmerzrezeptoren sitzen. Und wir haben eine Muskulatur, und da kommen wir schon zur ersten Übung, die wir im Yoga sehr gut ansteuern können, den Hüftbeuger. Und der setzt nämlich genauso auch an der Lendenwirbelsäule an. Also wir haben eine direkte Ansteuerung. Und die Birgit zeigt das vor, indem sie mit dem Einatmen die Arme streckt und mit dem Ausatmen jetzt die Hände hinter den Kopf bringt und mit dem Gewicht ein bisschen nach vorne kommt. Ja? Wieder einatmen, die Arme strecken, das Gewicht ein bisschen zurückbringen, das Brustbein heben. Ausatmen, die Hände hinter den Kopf und nach vorne kommen. Das schaut ja schon artistisch aus, Birgit. Ist das angenehm oder tut's weh? Es ist eine intensive Dehnung eigentlich in der Leiste, in der linken Leiste. Ja, diplomatische Antwort, gell? Ja. Naja. Dehnungsschmerz ist übrigens gut und angenehm. Ja, das sollte man. Und wenn die Übung tatsächlich weh tut, ja. Also was tue ich dann? Wenn es im Rücken wehtut, dann ist wichtig, dass man nicht so stark ins Hohlkreuz fällt, also wenn die Birgit das jetzt ein bisschen übertreibt, ja, sondern dass ich hier das Steißbein ein bisschen nach unten ziehe und das Schambein vorne etwas anhebe. Das heißt, ich bekomme mehr Länge im unteren Rücken und dann spüre ich vermehrt die Dehnung, jetzt in dem Fall im linken Hüftbeuger. Ja. Und der Name sagt es ja schon, der beugt unsere Hüfte und das machen wir oft im Sitzen und in einseitigen Bewegungen. Und der ist eigentlich bei fast jedem verkürzt und eine der Hauptursachen eben für Rückenprobleme. Es gibt aber viele Menschen, denen tut ja der Kniestand alleine schon weh. Weißt du, was ich meine? Genau, ja. Also da kann man ganz einfach da was Weiches drunterlegen, zum Beispiel diesen Polster hier. Wenn das ist für viele sehr unangenehm. Birgit, ja. Du bist sehr tapfer. Also, Muss ich sein. Genau, also das wäre eine Alternative, um das Problem zu lösen mit den Knien. Ja? Könnte man sagen, sie darf sich jetzt zur Belohnung auf den Rücken legen? Das werden wir gleich sehen bei der nächsten Übung. Aber Yoga ist auf jeden Fall immer eine Belohnung, weil es einem nachher besser geht. Und das Zeichen einer guten Yoga-Praxis ist, dass man nachher sich besser fühlt und flexibler fühlt. Du überkreuzt die Beine in der Luft, das rechte Bein ist oben. Andersrum, das rechte Bein ist oben. Genau, hebst die Beine vom Boden ab, atmest ein und mit dem Ausatmen lässt du die Beine zur Seite fallen nach rechts. Genau. Kopf bleibt in der Mitte. Jetzt bleibst du hier und drückst deine Beine fest gegeneinander. Das sieht man jetzt natürlich nicht so gut, weil sich da nicht wahnsinnig viel bewegt, aber sie drückt die Beine fest gegeneinander, bleibt in dieser Anspannung ein paar Sekunden und mit dem Ausatmen jetzt lässt du wieder locker und gehst noch ein bisschen mehr in diese Dehnung hinein. Warum ist es so wichtig, dass das rechte Bein oben ist? Weil ich dann hier, genau wo es hier interessant wird, auf der linken Seite die Dehnung noch verstärken und intensivieren kann. Ja? Und das zieht sich ja, und wenn wir jetzt wieder von Faszien sprechen, Faszien ist ja nicht nur ein Teil des Körpers, wie ein Muskel, sondern es ist ein ganzes System, ein ganzes Konstrukt im Körper. Das zieht sich hier sogar vom Knie, vom Seitenband, hier über diesen seitlichen Oberschenkelmuskel, Gesäßmuskulatur, Flanke, Rippen, Brustkorb, bis ganz nach oben, eigentlich bis zur linken Hand. Das heißt, wenn du die rechte Seite machst, machst du es dann auf die andere Seite natürlich auch? Auf die andere Seite genauso, das können wir zeigen. Ja. Das heißt, du kommst wieder zurück, jetzt das linke Bein ist oben und du hebst die Füße ab und lässt die Beine nach links zur Seite fallen. Und jetzt arbeiten wir wieder mit dem Prinzip Anspannung zuerst, also fest gegeneinander drücken die Beine, ein bisschen halten die Anspannung.
Kraft in der Dehnung sozusagen. Du bist schon sehr streng. Dann lösen. Ich meine, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Jetzt verrate ich ein Geheimnis. Aha. Du bist streng. Nein, streng. Also mild bist du nicht, aber man muss sich ja fordern, gell? Wenn du was weitergehen soll. Fordern und fördern, sage ich immer. Fordern und fördern. Bitte setzt euch her. Komm, Birgit, jetzt bist du erlöst. Hast du die Dehnung im ganzen Bereich gemerkt, den er eigentlich schon wieder angesprochen hat? Ja, Außenseite Oberschenkel, übers Gesäß, vor allem in der Flanke und dann eigentlich bis Schulterbereich, Oberarm. Toll. Und auf welche Faszien jetzt genau wirkt also es sind natürlich mehrere Faszienschichten. Die Lumbalfaszie, also vom unteren Rücken, oberer Rücken, auf der Gesäßmuskulaturseite. Ja. Toll. Also man kann das wirklich nur empfehlen aus eigener Erfahrung. Man muss aber eine Konsequenz an den Tag legen. Ich meine, einmal in der Woche wird zu wenig sein. Also wie mit allem, was man beginnt und was man sich vornimmt. Wir wissen aus der neuesten Forschung wiederum, dass die Architektur der Faszie, also die Struktur, sich, früher hat man geglaubt, nach 12 Monaten erst verändert. Jetzt weiß man nach 3 Monaten bereits. Das heißt, eine gute Nachricht für alle, 3 Monate regelmäßiges Üben und ich habe wirklich eine Änderung in der körperlichen Struktur. Und ich bin dann so beweglich, nicht ganz so, aber komm ein bisschen hin, was die Birgit uns da gezeigt hat. Liebe Birgit Brandstätter, herzlichen Dank, Dr. Peter Böck, unser Facharzt auch auf diesem Gebiet, Faszienfacharzt, das war ja eigentlich. Könnte man eine neue Richtung entwickeln. Danke es wird noch kommen. Es kommt noch.